Der Reutlinger Landtagsabgeordnete und stellvertretende Ministerpräsident Nils Schmid, ihr Archivbilder, führt weiterhin die Landes-SPD an. Auf dem Landesparteitag in Mannheim erhielt er bei seiner Wiederwahl 90,97% der Stimmen. 272 Genossen stimmten für den Wahlreutlinger, 23 dagegen, 4 enthielten sich der Stimme. In seiner Rede attackierte er CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf. Die eigenen niedrigen Umfragewerte von unter 20% bezeichnete er als Schlag in die Magengrube, aber nicht als Schicksal. Er gab sich überzeugt, das Blatt bis zur Landtagswahl im März noch wenden zu können.